Das hinter mir ist die Zeche Alte Hase. Ja, ihr habt richtig gehört, die Bergleute früher hatten es offenbar nicht so richtig mit Grammatik. Gemeint ist aber tatsächlich der Hase auf dem Feld, weil man hier die Bergwerke in der Region gerne mal nach Flora und Fauna benannt hat. Die Zeche gehörte zu den größten im Ruhrgebiet und ist auch eine der ältesten und 1996 wurde sie stillgelegt. Ja, gut, die Bergleute konnten vielleicht keine Grammatik, dafür können wir nicht mit Zahlen umgehen. Das Ende der Zeche war nämlich nicht 1996, sondern 1969. Davor war Sprockhövel aber als Bergbaustandort überaus beliebt, weil hier die ältesten Flöze der Steinkohle nah an der Erdoberfläche lagen und so mit besonders einfachen Mitteln abgebaut werden konnten. Der Abbau war anfangs nur ein Nebenerwerb von Bauern südlich der Ruhr, bis das ganze Geschäft kommerzialisiert wurde und gleich mehrere Zechen in Betrieb genommen wurden. Seit der Stilllegung der Zeche Alte Hase hat man sich über die Nachnutzung Gedanken gemacht. Inzwischen kann man in dem historischen Gebäude sogar wohnen. Jedenfalls dann, wenn man das nötige Kleingeld für eine schicke Loftwohnung hat. Das war ein Ausflugsziel aus Sprockhövel. Wenn ihr sehen wollt, was die Stadt sonst noch so zu bieten hat, dann guckt doch mal hier unten. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, schreibt was Nettes in die Kommentare und vergesst auf gar keinen Fall, Checkpot zu abonnieren.